5 Uhr morgens und unser Tag beginnt. Denn wie gesagt, in den Park selber kommt man nicht ohne Bus rein, wenn man wirklich tief rein will. Und ja, wir wollen bis zum aktuellen Ende der Strecke fahren. Diese geht bis zu einem Rockslide von, ich glaube, von einem halben Jahr oder von vor einem Jahr. Weiter geht's nicht. Normalerweise 91 Meilen, heute nur 45 Meilen. Dafür braucht man aber trotzdem mit dem Bus 2,5 Stunden. Denn das Ganze ist natürlich unpaved. Was sollte es sonst sein? Zwei Stunden 15 sind wir jetzt gefahren. Da vorne geht es nicht mehr weiter. Ab da beginnt die Workzone, wo dann, wie wir gerade eben erfahren haben, eine große Brücke gebaut wird. Also der Landslide, bewegender Gletscher, der sich schon seit Jahrzehnten bewegt, jetzt aber in den letzten 20 Jahren wohl so richtig zugenommen hat und jetzt halt eben die Straße verschüttet hat. Da wird jetzt irgendwie eine große Brücke gebaut aus Stahl und das braucht jetzt bis Mitte 2026. Seit 2021 sind sie schon am Bauen. Sehr schade, weil wie gesagt, dahinter geht es ja nochmal knapp 50 Meilen weiter. Naja, gut, jetzt haben wir hier eine Viertelstunde Zeit, um uns ein bisschen umzusehen. Dabei am besten natürlich nicht mit den Dixies im Hintergrund. Danach geht es wieder in den Bus, dann fährt man quasi wieder zurück. Man kann natürlich dann wieder durchfahren. Da werden wir dann aber an unserer anvisierten Route aussteigen. Hier gibt es auch ein paar Informationstafeln, wo man den Landslide ein bisschen sehen kann aus Foto. Also das ist schon eine Nummer. Also da ist wirklich einmal die komplette Straße mit weggebrochen. Und hier wird jetzt wohl irgendwie eine Brücke gebaut. Unsere Tour hat angefangen. Insgesamt haben wir geplant so circa 8 bis, naja, nach oben offen, je nachdem, wie lange wir durchhalten, Kilometer zu machen. Circa 400 Höhenmeter sind dabei und wir fangen jetzt gerade einfach an, einen Fluss zu folgen. Wir laufen jetzt erstmal hier in den Canyon rein und gucken, dass wir da hochkommen. Nun gehen wir, bevor wir in die Wanderung so richtig einsteigen, aber nochmal einen Schritt zurück. Denn auch wenn es hier einfach nur in die Wildnis reingehen soll, möchte man natürlich nicht Gefahr laufen, dass man nach 500 Metern bereits vor einem Berg steht, den man nicht mehr passieren kann, wenn man kein Kletterseil dabei hat. Also hatten wir am Tag zuvor schon einen Ranger angesprochen und ihn gefragt, von wo ein schöner Einstiegspunkt für eine Wildnistour sein könnte. Er empfahl uns, ungefähr 5 Meilen vor dem Landslide in die Canyons einzusteigen, die wir dann auf der Karte gesucht haben. Mit Hilfe der 3D-Karten von Osmand war das gar nicht das große Problem. Der Landslide war relativ schnell zu finden, denn er ist hier bei Osmand durch diese Straßenunterbrechung dargestellt. Ein wenig nun der Straße zurückgefolgt und man kann die Canyons erkennen, die er gemeint hat. Nun haben wir an dieser Stelle genau 2 Probleme. Zum einen darf die Route nicht zu steil werden, zum zweiten sollten die Streckenabschnitte auch passierbar sein. Und bei letzterem ist natürlich insbesondere Waldgebiet gemeint. Für das erstere Problem habe ich mir die Höhenlinien heruntergeladen und als grobes Ziel habe ich mir dabei den Cathedral Mountain vorgenommen. Nun bin ich hingegangen und habe dorthin eine Route gesucht, die entsprechend der Höhenlinien als nicht zu steil erschien. Und dabei ist natürlich ganz offensichtlich, dem Flussweg hier zu folgen, durch das Tal, hier auf den Bergkamm hochzusteigen, was auch auf Basis der weit auseinanderliegenden Höhenlinien machbar erschien, und dann auf dem Kamm hier oben zum Cathedral Mountain zu laufen, wobei ich dann hier schon unsicher war, ob bei den nahe zusammenliegenden Höhenlinien es überhaupt möglich ist, dort hinaufzugehen. Über die Vegetation habe ich mir an der Stelle relativ wenig Sorgen gemacht, denn wir folgen ja eben diesem Flussbett bis auf 1350 Meter. Und da die Baumgrenze im Denali-Park bei 800 bis 1000 Meter liegt, habe ich da relativ wenig Probleme erwartet. Anders sieht es dann auf dem weiteren Weg aus. Meine Idee war es nun, vom Cathedral Mountain durch dieses Tal hinabzusteigen, woraufhin man relativ schnell die Tausendergrenze unterschreitet. Deswegen war dann meine Idee, diesen Berg hier entlang zu traversieren und durchgehend auf der Tausendergrenze zu bleiben, um dann hier auf die letzten Meter dann einmal durch den Wald zurück zur Straße zu gehen. Das Ganze habe ich dann einmal als Track angelegt und auf Basis des 3D-Modells kann Osmand dann einmal die Höhenlagen und auch die Hangneigungen berechnen, die sich hier als zwischen 34% und 43% gezeigt haben. Dabei muss man natürlich berücksichtigen, dass diese 3D-Modelle auch nur einen Teil der Wahrheit darstellen. Wenn es an einer Stelle eine sehr steile Klippe oder sowas gibt, die nicht allzu hoch ist, aber trotzdem 5 Meter hat, dann wird sie natürlich nicht hier angezeigt und man kommt da nicht durch. Nun hatte ich an dieser Stelle 2 Sorgen. Der erste Punkt ist, ob das mit dem Traversieren hier wird tatsächlich richtig klappt. Deswegen habe ich mir auch direkt überlegt, was machen wir, wenn wir an dieser Stelle nicht mehr weiterkommen. Als Plan B habe ich mir also an dieser Stelle zurechtgelegt, dass man sich doch durch den Wald schlagen muss und entlang des Teklanika Rivers dann zurück zur Straße läuft.
Auch das dann einmal als Track angelegt und dabei zeigt sich natürlich, dass diese Route viel, viel länger ist, denn sie verläuft hier entlang des Flussbettes parallel zur Straße. Der zweite Punkt, an dem ich mir ein etwas Sorgen gemacht habe, ist, ob man tatsächlich hier durch das Tal wirklich absteigen kann. Denn hier liegen die Höhenlinien relativ nah aneinander. Also habe ich mir überlegt, dass man vom Cathedral Mountain, wenn man ihn überhaupt hochkommt, hier durch das zweite Canyon-Tal wieder zurück zur Straße gehen kann. Und auch diese Route habe ich mir dann als Track angelegt und daraufhin sind wir losgelaufen. Die ersten Wegfindungsschwierigkeiten. Irgendwie müssen wir weiter den Fluss entlang, aber Nathalie versucht es jetzt da rechts rum. Ja? Okay, ich komme. Oh nein! Oh nein! So eine ganz kleine Sorge von mir bestätigt sich. Dadurch, dass das hier schon bekannt ist, schimmert hin und wieder mal so ein bisschen was wie so ein Wanderweg durch. Macht diese Wir wandern in die Wildnis-Erfahrung so ein ganz kleines bisschen kaputt. Aber es bleibt auf jeden Fall der Hammer. Mega cool. GoPro-Stop! GoPro-Stop! Mein Stimmchen ist zu leise. GoPro-Stop! Nicht so oft, ich mag sie auch nicht hören. Ein wirklich wahnsinnig schöner Ausblick. Da sind wir hergekommen. Da geht es jetzt weiter für uns. Und ich glaube, diese Bergspitze da oben könnte unser Ziel sein. Als ich eben meinte, da geht's hoch, habe ich auf den Berg gezeigt. Jetzt inzwischen glaube ich, das ist er gar nicht. Wir müssen erstmal noch ein bisschen weiter hier im Flussbett langlaufen. Und dann müssen wir mal gucken, wie die rote Linie, die ich bei Auswand gezogen habe, sich weiterentwickelt. Es ist gar nicht so leicht, sich mit diesen Karten, Höhenkarten und so weiter zurechtzufinden. Ich glaube, wir haben gerade ausklamüsert, dass das da vorne nicht der La Cathedrale ist, der Berg, den wir hoch wollen, sondern der nochmal dahinter liegt. Und jetzt müssen wir irgendwie da links rüber und Natter hat entschieden oder hat den guten Vorschlag gemacht, dass wir lieber diesen Grünpatch nehmen, als da hinten uns das Geröll hochzuquälen. Versuchen wir's. Und ich glaube, spätestens hier wird klar, dass der La Cathedrale für uns nicht erreichbar ist heute. Ich glaube, klar. Das ist er. Ich glaube, ohne Seil mache ich da gar nichts. Das ist alles viel zu geröllig. Und an den anderen Stellen, wo es steinig ist, ist es zu steil. Krass. Oh, das wird ja noch besser. Wahnsinn! Wahnsinn! Hammer! Und ich muss Nathalie wirklich einen großen Respekt aussprechen, dass sie das hier mitmacht. Das ist schon nicht ohne hier lang zu laufen. Also es geht halt wirklich steil nach unten. Das Bild ist jetzt ungefähr gerade. Es ist wirklich ordentlich steil, was wir hier laufen. Großen Respekt an dich, dass du das mitmachst. Hallo Mama! Ich bin mir übrigens gar nicht sicher, inwieweit das jetzt hier wirklich ein von Menschen gemachter Wanderpfad ist, denn hier sind so viele Ziegenköttel und Ziegenfußspuren, aber ich sehe keinen einzigen Fußabdruck. Dann in dem Fall danke an die lieben Ziegen für die Erstellung dieses Pfades. Jetzt schlägt das Stündchen der Wahrheit, ob wir hier wieder runterkommen. Theoretisch war die Idee, jetzt hier irgendwo links runter zu laufen. Aber erstmal kriegen wir noch mal einen geilen Blick. Ah.
Wahnsinn. Also wenn wir alle drei Räder anhalten, weil wir einen anderen Ausblick haben. Also da hinten käme man runter, aber schön wäre es nicht. Jetzt gucken wir uns den eigentlichen Pfad an, den ich markiert hatte, wo ich runter wollte. Also mein Plan war Theorie, glaube ich, da jetzt drüber und runter. Ich glaube, das ist nicht. Ich glaube, man würde jetzt hier den Pfad und dann links runter. Und dann das Grüne ausnutzen. Ne? Und dann das Grüne, den grünen Pfad ausnutzen und da runterkommen. Mhm. Weil ich glaube, darüber ist... Man weiß halt nicht, was da ist. Ich mein, ja. Würde auch da. Ja, geht, ne? Aber dann weißt du halt nicht, was da ist. Ja. Ich kletter so lange da hoch. Ja, jetzt ist das gar nicht mehr so steil. Da könnte man eigentlich noch mal hin, oder? Könnte man machen, ja. Das ist nicht schwierig. Ja. Komm. Zeichne ich ein bisschen mit dem Handy auf. Wow. Hier an der Stelle ist jetzt Schluss für uns. Den Berg haben wir theoretisch fast, aber der weitere Pfad ist einfach schon echt ordentlich. Wir drehen um und gucken, dass wir jetzt da runter ins Tal kommen. Wir haben jetzt uns dafür entschieden, dass wir erstmal hier weiter runter gehen. Das Tal da links, das wäre quasi unser, ich sag mal, Notausstieg. Also mich hatte jetzt gerade tatsächlich nochmal der Ehrgeiz gepackt. Ich bin jetzt die paar Meter nach oben gelaufen. Da hinten ist Natter zu sehen. Das ist ganz kleiner Punkt. Aber spätestens ab hier, es ist so dermaßen rutschig, geröllig. Nee, also wenn ich hier jetzt eine Steinlawine auslöse und Natter davon erwischt wird, nee, jetzt geht's wieder runter. Wir werden beobachtet. Also vielleicht hätte ich es nach oben geschafft, aber spätestens die drei Tiere hätten mich wahrscheinlich wieder runtergeschubst. Und da wir nun schon etwas mehr als 10 Minuten voll haben und ich noch einiges Material des Heimwegs habe, beende ich diese Folge an dieser Stelle. Weiter geht es dann mit dem Rückweg in der nächsten Folge. Wir werden immer noch von der Ziege beobachtet. Na, jetzt gerade guckt sie rüber. Das beleidigte Schaf. Das sind ja doch vier. Ja, hast recht.